Guten Morgen, wir haben Donnerstag, den 23. Juli 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein, du bist auf dem Kanal Fit for Finanzen. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und hier über ein paar Themen mit mir sprichst, die weitergehen als nur den DAX, auch wenn das Ganze DAX-Analyse heißt. Und zuvor natürlich der Risikodisclaimer, den dürfen wir nicht vergessen, denn all das, was ich hier sage, ist nur meine persönliche Meinung, keine Handelsempfehlung, keine Anlageberatung und dient nur dem Austausch von unserer aller Meinungen. Wir gehen mal direkt auf die Seite Fit for Finanzen. Gibt auch eine Internetseite, tatsächlich schon seit 2 Jahren. Und streamen tue ich seit einem Jahr ungefähr. Nein, 14 Monate. Ich muss mich korrigieren. Macht mir auch viel Spaß. Da gibt es viel zu erleben über den Tag, was ich hier für mich konsumiere und auch für dich aufbereite, darbiete, in der zeitlichen Ordnung bringe. Aber da kommen wir gleich zu. Erst einmal der Blick auf die Morgenanalyse. Ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. Auf Fit for Finanzen siehst du das Ganze hier im Bereich Trading jeden Morgen und heute, ja, habe ich mich quasi verkleidet. Nein, Spaß beiseite, ist ein Platzhalterbild, denn ja, heute Morgen habe ich noch kein Video produziert für YouTube, muss auch nicht jeden Tag sein. Ich möchte das mal zurückblicken auf den gestrigen Tag, was passiert ist. Wir hatten wieder auf und ab, erstmal down, dann hoch, also erstmal ab, dann hoch. Und das ist letzten Endes auch so ein verwirrtes Bild, was der Nasdaq hinterlassen hat, was ich als erstes hier reinbringen möchte, bevor wir auf den DAX schauen. Das Bild hat sich nämlich ziemlich stark verengt im Nasdaq. Also wir hatten gestern erst einmal fast das Gap schon geschlossen zu Freitag in der Vorbörse, aber dann doch börslich stark gestartet und dann gab es nur eine Richtung hoch, 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 hoch. Warum? Das erinnert ein bisschen an den Tag zuvor, an den Dienstag, wobei am Dienstag war ja die Wocheneröffnung, da gab es nicht direkt einen Grund für diesen Kaufrausch, muss man schon fast sagen, denn im Nasdaq gab es dann kaum eine Kerze, die nochmal zurückblickte. Gestern war der Grund Jerome Powell, also der Fed-Präsident. Denn der hatte gestern eine Anhörung, heute übrigens auch wieder, und er hat gestern die Märkte so ein bisschen beruhigt. Also hat gesagt, das sieht alles ganz okay aus, die Inflation, die kriegen wir in den Griff, die Wirtschaft muss nicht unbedingt eine Rezession abgleiten. Also das, was auch Joe Biden schon den Tag zuvor gesagt hatte, dass nicht zwangsläufig eine Rezession ansteht, das hat er nochmal untermauert. Und wenn das der Notenbankchef sagt, ist das für die Märkte noch einmal ein Stück weit gewichtiger, als wenn es Politiker sagt. Wir hatten gestern kurz darüber gesprochen, soll nicht das Jobprofil des Politikers oder des Präsidenten schmälern, um Gottes Willen, das möchte ich auf keinen Fall, nicht, dass hier noch irgendwie die Sicherheitsbeamten hier reinkommen ins Büro und mich vor laufenden Kameras mitnehmen, nein, 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 so habe ich es nicht gesagt. Also lass es mich dann umformulieren, aber von den Kursen her sieht man Joe Biden Äußerung, der Aufschwung im Nasdaq. Und Jerome Powell Äußerung, der Aufschwung im Nasdaq. Bei beiden gleich geblieben, es hat nicht bis zum Handelsende gereicht. Und so sind wir hier ziemlich genau in der Mitte des Handelstages, wenn man das Gap mal rauslässt. Ja, wobei, wenn man es rauslässt, man lässt es ja nicht raus, sondern wir schauen uns ja dann nur den Tag an, der börslich gestaltet wurde und nicht das, was in der Vorbörse hier schon war. Dann sind wir ziemlich genau in der Mitte des Aufschwungs aus dem Handel gegangen. Trotzdem noch ein ordentliches Plus und das lässt für heute einige Börsianer hoffen, auch wenn die EU-Zahlen schlecht waren. Denn gestern hatten wir ja auch EU-Daten, ich habe sie hiermit vermerkt, und zwar die Stimmung der Verbraucher, die fiel im Juni nochmal zurück. Da hatten Ökonomen schon gedacht, alles wird gut, die Stimmung geht nach oben. Ja, meine Stimmung ist immer oben, da gibt es keinen Indikator für, weil die nicht abweicht, aber bei den Verbrauchern sieht es gar nicht so gut aus. Und das hat erstmal den DAX ein bisschen nach unten gebracht, hat auch dazu geführt, dass wir die 13.000, und ich möchte sagen, endlich, endlich, endlich ist sie auch mal unterschritten worden. Denn darauf hatten wir in der Vorwoche schon gewartet. Da fehlten hier 7 Punkte am Donnerstag, da fehlten 20 Punkte am Freitag. Ja, und dann sah es schon so aus am Montag, am Dienstag bis zum Mittag, als ob wir die 13.000 gar nicht sehen. Die Zertifikateindustrie hat schon gedacht, oh Gott, jetzt haben wir hier 13.000er Longs Calls noch im Gepäck und haben vielleicht den Hedge hier schon aufgelöst. Das kann ja passieren. Aber nein, nein, alles ist in Ordnung, alles ist ordentlich auch von den Produkten her gelaufen. Wir haben gestern die 13.000 unterschritten, haben hier so ein bisschen eine Bodenbildung gesehen. Das merke ich mir mal vor, das könnte nämlich heute auch nochmal ein Thema sein. Und da sieht man auch die Auswirkungen von der, nenn es mal Jerome Powell Rally, denn das Gap ist merklich kleiner geworden. Das war erst ein bisschen größer.
konnten wir ein bisschen zusammenstutzen, aber nicht ganz schließen. Also das ist zurückgeblieben und das ist das Gap zu vergangenen Mittwoch, also nach der FED-Sitzung, also zweimal Jerome Powell so ein bisschen im Chartbild mit eingegriffen, indirekt zumindest, er hat ja nicht mitgehandelt. Das behalten wir uns auch mal vor, dass wir das vielleicht uns später anschauen. Von den Aktien an sich, gemischtes Bild, wenige Gewinner, mehr Verlierer und auch wieder eine Einzelstory. Gestern hatten wir über FMC und Fresenius gesprochen, also Mutter und Tochter in den USA. Da soll es darum gehen, dass eben die Konkurrenz geklagt hat und dass vermutlich dann hier manche Dialyse Geräte gar nicht mehr verkauft werden können, weil die Patienten ihre Kosten nicht abrechnen können. Ja, also da gibt es einen obersten Gerichtshof, einen Entscheid demnächst und der geht in die Richtung. Und gestern hat aber FMC gesagt oder Fresenius, dass hier das Ergebnis aus ihrer Sicht nicht belastet wird durch so eine Entscheidung. Da ist die Aktie wieder ein kleines bisschen nach oben gekommen, aber hat trotzdem die Verluste nicht aufgeholt. Das war ja am Vortag mit 5% oder über 9% sind ja zwei Unternehmen, die es betrifft, mit der Tagesverlierer. Und gestern war der Tagesverlierer BASF und da gab es Äußerungen in Richtung des zweiten Halbjahres, dass eben BASF im ersten Halbjahr davon profitiert hat, dass die Konkurrenz Probleme bei den Lieferketten hatte und sie nicht. Aber das wird jetzt kein Thema mehr sein im zweiten Halbjahr. Also mit dem Markt, die Schwierigkeiten schlagen da auch durch. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt, aber die BASF-Aktie ist schon über 5% gefallen gestern im Xetra-Handel und nähert sich damit. Wir hatten es gestern im Interview mit der LS Exchange besprochen, mit dem Händler Roland. Nähert sich tatsächlich die Corona-Tief. Das lag um die 37, 38 Euro. Also sind noch 20% Puffer, aber es geht rapide dahin. Das ist ein Jahrestief. Deswegen, das wollen wir uns hier vielleicht später nochmal mit anschauen. Die Börse Frankfurt zeigt natürlich das Gap nicht, sondern immer nur das Opening. Trotzdem ist es interessant, das Bild zu sehen. Wenn man nur das Bild sieht, denkt man, oh, ein Plustag. Nein, das Gap muss man ja einrechnen. Also minus 1,11%. Schnapszahl 13.144 und das ist die Referenz, die wir uns dann anschauen, wenn wir auf das Gap und die vorbörslichen Kurse schauen. Das möchte ich auch gleich mal tun. Erst einmal, nein, das ist noch ein Xetra-Bild, genau, das große Bild, das Big Picture im Auge behalten. Also wir können durchaus hier eine Bodenbildung einziehen, ist überhaupt kein Problem, kein Thema. Das, was nur damit nachschwingt, ist, dass solche Böden, entweder gibt es ein V-Reversal, das haben wir im März gesehen, zack, zack. Oder aber eine Bodenbildung dauert länger und das kann über Tage, über Wochen dauern. Also mich würde es überhaupt nicht wundern, wenn wir nochmal die 13.000 anlaufen, vielleicht die 12.89, 12.79, Tagestief war ja gestern im 60er-Bereich, dann wieder abprallen, 100 Punkte hoch, wieder runter. Also dass das sehr zäh wird. Wir hatten gestern auch, bis Jerome Powell gesprochen hat am Nachmittag, eine Handelsspanne von rund 100 Punkten. Das ist nichts. Das ist weniger als 1%. Also nichts ist es nicht, aber das ist nicht viel. Sagen wir es mal so. Und die Handelsspanne gestern nach der Jerome Powell-Rede war bei so 250 Punkten. Das ist immerhin mehr als am Verfallstag. Das muss man sich auch vor Augen halten, dass wir an einem normalen Handelstag mehr Volatilität als am Verfallstag haben und trotzdem nicht irgendwie eine größere Richtung sehen. Eine größere Richtung wäre, wenn wir tatsächlich hier in diesen 600er-Bereich und darüber hinaus laufen. Dann würde sich das große Bild aufhellen und das wäre tatsächlich eine Bodenbildung. Solange wir hier unten rumeiern, gibt es auch immer wieder die Gefahr, dass der Markt abrutscht und dann nochmal zu den Märztiefs geht. Das ist das große Bild, so wie sie es gerade darstellt. Und im kleineren Bild, jetzt sind wir schon im Endloskontrakt, also im Future-Markt mit den heutigen Morgenkursen, sind wir etwas leichter, 106, als ich die Analyse hier erstellt habe, vor ungefähr einer Stunde, eineinhalb Stunden per E-Mail ging sie schon raus, wenn du die E-Mail haben möchtest. Unter dem Video bzw. im Chat siehst du dann auch den Link, dann kannst du das abonnieren und bekommst das schon mal ein bisschen eher, bevor ich es einspreche, logischerweise hier in dem Fall. Also wir haben den Abwärtstrend ab dem Bereich, na, man kann auch den nehmen, das ist das EZB-Hoch, aber ich habe mal den Tag davor genommen, 14.600, dann über die 13.450, das Hoch, was wir am Dienstag gesehen haben, den Abwärtstrend, das wäre der erste Impulsgeber. Gehen wir über diese Linie, schaffen wir es, uns hier loszumachen, glaube ich, die gestrigen Tageshochs, knapp über 13.200 wären das Ziel. Und wenn das geschafft wird, dann auch durchaus auch wieder die 445, also dieser Gap-Bereich, der ab hier beginnt. Im Endloskontrakt siehst du das Gap natürlich nicht so wie im Xetra-Markt. Also das sind so meine Ideen, die ich in der Vorbörse habe. Und wenn man es noch kleiner
runterzoomt auf den 5-Minuten-Chart und was ganz, ganz Konkretes will, dann kann man auch unter der 13.050 und 13.030 in dem Bereich von einem Bruch der Aufwärtstrendlinie ausgehen. Das ist quasi hier im Nachthandel passiert, dieses Tief. Und das war gestern Abend nachbörslich das Tief. Ja, und dann wäre die 13.000, also dass wir hier abrutschen und an dem Boden weiterarbeiten, an dem Boden feilen. Und hier oben hat man dann den Trigger schon ein bisschen eher, nicht erst bei der 175, wie im vorhergehenden Bild mit dem längeren, der längeren Abwärtstrendlinie, sondern vielleicht schon hier bei der 160, bei den Nachthochs, wenn die rausgenommen werden, dass es einen kleinen Schub gibt Richtung 13.200, 210, also dieses Hoch gestern. Und dann weiter nach oben, wenn die Dynamik stimmt. Wenn sie nicht stimmt, dann ist das eben ein Kontra-Trade-Wert. Für mich zumindest. Ich mag eher diese Märkte, die so hin und her schwanken, wo ich auch an Unterstützung und Widerständen mal Long oder Short abwechselnd gehen kann, als so starke Trendmärkte. Das ist nicht meins. Das weißt du aber, wenn du öfters zuschaust bei Fit for Finanzen im Browser übrigens, auf der Homepage, wo wir uns gerade aufhalten. Ansonsten 10 Uhr Live-Trading-Room ist dabei, ist schon gebucht sozusagen und ich mache es nochmal groß. Mich raus, gibt auch wieder volles Programm. Beim Ingmar bin ich mir gar nicht so sicher. Der hat heute Morgen gesagt, ihm geht es gar nicht so gut, aber mal schauen, ob er zum Marktgespräch kommt. Und dann würde ich was Neues hier bei Twitch dann auch testen, und zwar Seminar-Highlights mit einstreuen. Ich habe in den letzten Jahren, da mache ich mich mal größer, so viele Events begleitet und Veranstaltungen mit moderiert, dass sich da ein Sammelsurium an Informationen letzten Endes hier auch schon zur Verfügung gestellt habe in Teilen, aber das ist noch gar nicht so angekommen. Da gibt es ganz viele Perlen, die ich noch einmal rausholen möchte, die ich putzen möchte, quasi für dich polieren die Perle und dir dann auch beim Twitch-Livestream hier mit darbieten in der Mittagszeit. Und das hat den Vorteil, dass wir A, vielleicht einen Komplettstream haben. Also im Moment hatten wir an vielen Tagen eine Vormittagssession abgeschaltet, eine Nachmittagssession. Kann ja trotzdem was essen, wenn dann ein aufgezeichnetes Seminar oder Webinar läuft mit zeitlosen Inhalten. Darum geht es ja zum Beispiel, wie suche ich mir eine Aktie aus nach fundamentaler Analyse? Was ist der Vorteil von einem ETF-Sparplan? Und solche Themen möchte ich dann in der Mittagszeit hier mit einfügen und vielleicht dadurch auch den Bogen vom Stream ein bisschen länger spannen. Je nachdem, wie die Technik, wie die Sonne, wie alles mitmacht, deine Laune letzten Endes, die Zuschauerzahlen entscheiden das, ob das eine gute Idee ist. Und dann überleiten direkt zum Wall Street Handel. Also einen richtigen kompletten Schwung, Streaming, ja, RTL, RTL 2, macht's ja vor, die senden auch den ganzen Tag. Also Spaß beiseite, ist nicht meine große Orientierung der Sender, aber du weißt, wie es gemeint ist und deswegen volles Programm, klick dich ein, sei dabei und dann gibt es natürlich auch die entsprechenden Unternehmensdaten zu Werten, die wir haben für die Marktbewegung und auch Wirtschaftsdaten heute. 10 Uhr, das Wirtschaftsbulletin schaue ich mir genau an aus der Eurozone. Wir haben weiterhin den EU-Gipfel, der hat gestern schon begonnen. 14:30 wie jede Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung, die Leistungsbilanz aus den USA. Und dann eine weitere Anhörung von Jerome Powell, vielleicht auch heute dann wieder eine starke Bewegung in den USA. Und wenn wir dann schon schlafen, abends 22.30 Uhr, ganz am Ende gibt es den Bankenstresstest. Also vielleicht dann eine Implikation für den Folgetag für die Deutsche Bank, ja, Goldman Sachs, JP Morgan, was auch immer da mit im Stresstest getestet wurde an Ergebnissen, liegt uns dann vor. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du hier vorbeischaust, wenn du ein Like hinterlässt, wenn du mit mir auf die Märkte schaust. Ich will gleich mal den DAX hier nehmen und vom Xetra-Markt, das merken wir uns eben als Referenz für ein mögliches Gap, die 144 mitnehmen, in den Live-Chart reinklicken. Und da siehst du dann, wir sind jetzt bei 115, also genau wo ich meine Analyse gestartet habe, da ist sozusagen gar nicht so viel passiert. Und vom Tageschart gehen wir jetzt auch in die kleineren Ebenen rein und machen uns sozusagen bereit für das Trading, was ab 9 Uhr dann mit dem Xetra-Markt ganz offiziell startet. Das Dreieck siehst du mit einem Blick, was ich dir vorhin gezeigt habe. Also hier Abwärtstrend, hier Aufwärtstrend. Wir sind noch im Dreieck, noch nichts passiert in der Vorbörse. Insofern piano, piano, noch einen Kaffee holen und dann geht's weiter mit dem Trading und Programm. Ganz lieben Dank. Bis später, dein Andreas Bernstein.